Der Golden Retriever gehört seit Jahren zu den beliebtesten Hunderassen. Das liegt vor allem an seiner freundlichen und liebenswerten Art und seiner gleichzeitigen Begeisterung für die gemeinsame Arbeit mit seinem Menschen. Der Golden Retriever erreicht als Rüde eine Größe zwischen 56 bis 61 cm. Hündinnen bleiben etwas kleiner mit 51 bis 56 cm. Dabei wiegt die Rasse zwischen 34 und 40 Kilogramm. Er zeichnet sich durch einen sehr harmonischen, aber kräftigen und muskulösen Körperbau aus. Der ebenso wohlgeformte Kopf hat einen ausgeprägten Stopp und einen tiefen Fang. Außerdem sind Schlappohren und eine lange, behaarte Rute für diese Rasse typisch. Die Lebenserwartung des Golden Retrievers beträgt 10 bis 14 Jahre. Das Fell macht seinem Rassenamen alle Ehre. Es ist goldglänzend bis cremeweiß, mittellang und glatt bis leicht gewellt. An den Rückseiten der Beine, am Bauch und an der Rute hat der Golden Retriever eine ausgeprägte Befederung. Aufgrund seiner ursprünglichen Aufgabe ist das Fell dicht, wasserabweisend und mit üppiger Unterwolle ausgestattet. Er muss daher aber auch regelmäßig gebürstet und gepflegt werden. Die Golden Retriever Zucht hat ihren frühen Ursprung in Kanada, wo die Hunde den Fischern halfen. Man brachte sie mit nach England und verpaarte sie mit englischen Jagdhunden. Ab da wurden sie für die Jagd nach dem Schuss eingesetzt. Der Hund sollte geschossene Vögel aus dem Wasser apportieren und die Beute ohne Beschädigung zurückbringen. Daher hat der Golden Retriever nicht nur eine große Vorliebe für Gewässer und das Schwimmen, sondern auch ein sogenanntes weiches Maul. Beim Apportieren schließt er den Fang besonders behutsam um die Beute und bringt sie zuverlässig zu seinem Besitzer zurück. Eine besondere Eigenschaft des Golden Retrievers ist seine freundliche und menschenbezogene Art. Er eignet sich hervorragend als Anfänger und Familienhund, da er ruhig, gelassen und nicht aggressiv auftritt. Auch fremden Menschen und Artgenossen gegenüber zeigt er sich meist sehr freundlich und aufgeschlossen. Man kann ihn als lebenslustigen, intelligenten und leicht zu führenden Kameraden beschreiben, der zudem nicht zum Wildern neigt. Häufig wird der Goldie so beschrieben, als würde er keine Erziehung benötigen. Das ist jedoch ein Irrglaube, denn der noch so leichtführigste Hund benötigt Führung und alltägliche Regeln, an denen er sich orientieren kann. Findet keine Erziehung statt, neigt der Golden Retriever zu überdrehtem und distanzlosem Verhalten. Er wird dann oft schon penetrant aufdringlich. Dennoch verzeiht er auf eine sehr charmante Art und Weise einige Erziehungsfehler seines Besitzers und neigt nicht so schnell zu daraus resultierendem Problemverhalten wie einige andere Rassen. Obwohl der Golden Retriever eine so ausgeglichene Art hat, ist er dennoch ein sehr agiler Hund, der sich über ausgedehnte Spaziergänge und eine passende Beschäftigung freut. Dazu zählen grundsätzlich alle Apportier- und Nasenarbeiten, aber auch andere Sportarten machen dem Goldie Freude, denn er ist einfach vielseitig einsetzbar. Einige Goldies übernehmen wertvolle Aufgaben als Rettungs-, Assistenz- oder auch als Blindenführhunde. Beim Kauf eines Golden Retrievers sollte man bedenken, dass die Rasse weit verbreitet, beliebt und somit teilweise leider auch überzüchtet ist. Daher sollte man unbedingt nach einem verantwortungsbewussten Züchter suchen, der sowohl das Wesen als auch die Gesundheit seiner Hunde im Blick hat. Der Goldie ist unter anderem anfällig für Gelenkkrankheiten, Futtermittelallergien und auch für Milztumore. Nicht ohne Grund erfreut sich der Golden Retriever so großer Beliebtheit. Wie das Rasseporträt zeigt, ist er ein toller Allrounder und unkomplizierter Begleiter.